Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Draw. Heute malen wir Deadpool vs. Venom. Das ist nur eine ganz kurze Miniskizze. Ich möchte mich hier auch ganz schnell dafür entschuldigen. Erstens, dass das Let's Draw so spät rauskam. Und zweitens, dass es so ein kurzes Let's Draw ist. Also es tut mir echt ein bisschen leid. Aber ohne Spaß, ich hatte in den letzten Tagen ganz viel zu tun. Abiball und so weiter vorbereiten, aufbauen, abbauen. Mega ätzend. Und deswegen malen wir heute ein ganz cooles, kurzes Bild und mit einer neuen Technik, die ich hier angewendet habe, die ich mir so ein bisschen von Jim Lee abgeschaut habe, also wie der das so, wie der so Skizzen halt malt. Und zwar habe ich hier einen 0,3er Multiliner und da halt malt ihr so richtig schnell, also versucht selber wirklich schnell zu malen. Das ist jetzt natürlich vorgespult, so schnell kann ich natürlich nicht malen, aber versucht wirklich sehr schnell zu malen. Viele Linien, also nicht zu viele, aber ne, so könnt ihr ruhig zweimal drüber. Und alles so, ja, Top Speed mit dem 0,3 mm. Natürlich solltet ihr euch davor wie immer mit Bleistift vormalen, was abgeht, ja, damit ihr wisst, wo ihr ungefähr malen sollt und so. Kann man auch direkt mit Multiliner machen, wenn man es drauf hat, aber ich habe Deadpool noch nicht so oft gemalt, Venom erst recht nicht, deswegen Bleistift zuvor. Und jetzt mit dem BS, also das ist so ein pinselartiges Teil. Damit könnt ihr auch einfach nochmal drüber gehen. Wie gesagt, das ist so eine Konzeptskizze, Concept Art, Sketch, was auch immer. Und da müsst ihr nicht genau sein. Draufmalen deutet damit einfach den Schatten an. Und dann noch krasser wird der Schatten dann dargestellt, indem wir einfach mit Aquarell, ihr könnt auch, keine Ahnung, Copic-Stifte oder so nehmen, was auch immer ihr zu Hause habt, einfach nochmal ein bisschen Schatten rein. Profi-Zeichner können das, indem sie einfach Schraffierungen malen, also mit einem 0,3er, 0,2er, was auch immer, malen die dann mit Schraffierungen Schatten, aber das ist echt hart, also ich habe das schon probiert, das ist echt mega schwer. Joa, und am Ende sieht das so aus. Ich finde, man kann die beiden Jungs ganz gut erkennen. Venom hat eigentlich, glaube ich, gar nicht solche Augen, also eigentlich hat der, manche malen den mit Augen, manche halt nur mit diesem weißen Zeugs, also dieses, ne, das ist ja das da im Gesicht. Und ja, das war's von meiner Seite aus. War wirklich kurz. Morgen gibt's was ganz Cooles für euch. Könnt euch schon drauf freuen. Also kann Let's Draw so ein Community-Ding, wird richtig geil. Und ja, hier ist noch meine Meinung zu Battlefield Hardline. Also das Let's Play und Links. Sehr enttäuschend, muss ich leider sagen, das Spiel. Aber wie gesagt, könnt euch die Meinung da ja mal anhören. Ich habe es versucht, objektiv zu erklären. Aber naja. Und dann noch das Let's Draw zu Lara Croft, müsste das sein, und ja, Lara Croft ist ja da. Und dann rechts Let's Draw Basics, wie man Ohren malt. Und dann verabschiede ich mich euch, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Hoffe, ihr müsst morgen nicht zu früh in die Schule, ja. Ich bin zum Glück davon befreit, aber das schafft ihr schon. Irgendwann ist das ja auch zu Ende. Und mit diesem mega langen Schlusswort verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen da lassen. Also, ciao.